Na gut, dann gucken wir mal weiter, was wir noch so alles Schönes hier machen können. So, hier oben bin ich hier oben noch als... Hier oben bin ich jetzt auch noch getarnt, okay. Ab, okay. Sagen Sie mir nicht, ich soll mich entspannen. Ich kenne meine Rechte, okay? Ach, guck mal, wir könnten uns als Aufzugskaiser verkleiden. Hey, wie geht's? Upsala. Oh, Netzhautscanner überbrücken, das ist bestimmt nützlich. Das, müssten ja bloß ein Sicherheitsbüro irgendwie reinkommen. Die haben ein Privatkino? Reiche Landschaft hier. Hört, hört. Wahrscheinlich die Umkleideräume der Security. Also mein Plan wäre es jetzt, eine Security zu überwältigen, mich als eine solche zu verkleiden. Ach so, die Filmrolle. Bin ich mal gespannt, ob ich... Was ist? Crashkurs? Geben Sie den Leuten, was sie wollen. Achso, die Waffe ist gut. Aha. Was macht das jetzt? Oh, keine Chance. Ah. Dieses Ding ist die meiste Zeit kaputt. Cool, das wollte ich schon immer mal lernen. Aha. Kann ich Ihnen helfen? Und jetzt? Endlich mal was, was wir im Einsatz gebrauchen können. Das sei das, das Security, diesem Büro, ne? Die laufen sich doch gegenseitig hier entgegen. Die habe ich dadurch ja auch nicht abgelenkt, weil ich will ja nicht den Netzhaus-Scanner überbrücken. Das ist ja... Das ist ja... Wir sind noch lange nicht so weit. Weißt du, noch lange nicht so weit? Wofür denn bereit? Kann ich die beiden Typen hier überwältigen in dem Büro? Es sind nur zwei. Na gut, aber draußen rennen halt auch Leute rum. Das sind drei. Hm. Oh, das wurde gesehen. Ups. Wer ist die lustige Frau? Der hat auf jeden Fall die lustige Pistole. Hm. Das ist eine scheiß Pistole. Ist der? Ist anscheinend McCray. Immer niemand ruhig gestellt, nicht getötet. Also an sich will ich quasi hier durchschleichen. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ich habe doch gerade ein Radio gefunden. Hallo, Botting. Ich habe doch gerade ein Radio gefunden. Das Radio kann ich da bestimmt ablegen. Rennen kann ich ja erstmal hier. Hier lag doch gerade ein Radio hin. Ach genau, das ist die witzige Frau. Die hier anscheinend die Sicherheit macht. Oder ich weiß nicht, ob das die rechte Hand von dem Dings ist, aber das ist ja egal. Okay, gut, wir können also... Mal kurz das Radio wieder finden. Wo war das gerade? Hier war doch irgendwo dieses scheiß Radio. Das hatte ich doch hier gerade irgendwo gelootet. Das Radio lenkt ja die Leute ab. Hey, laufen können Sie im Oak Park. Bitte wo? War denn dieses dumme Radio? Radio. Was? Radio, Radio, Radio. Hier ist auf jeden Fall die Filmrolle. So. War das Radio da drin? Das ist nämlich auch ein verbotener Ort. Ah ne, hier ist das Radio, genau. So, ja, kann ich das Radio? Mal sehen, ob das klappt. Dann können wir nämlich die Lust... Langsam, Mann.
Hey, mein Freund, wie geht's? Oh nein, das wird nichts. Verkleidet! Ich hätte vielleicht warten müssen, bis der Frühstücksdirektor nicht mehr da ist. Also wie gesagt, mein Plan ist genial. Das wird was. Nur, dass wir das Timing hinkriegen. Das ist gar kein Problem. Ich nehme an, das ist der Fahrstuhl, der Fahrstuhl hat einen... Das ist die einzige Alternative, rein über Brücken zu machen, genau. So, das ist der lustige Frühstücksdirektor, der mir gerade auf den Sack gegangen ist. Total genial. Einfach an hier zu schießen. Ist das das erste Hit, das du spielst? Hey, ja. Ich habe vor allen Dingen das, vor ewig langer Zeit habe ich das mal gespielt. Also habe ich das angefangen und jetzt versuche ich das gerade zu beenden. So, warte mal jetzt hier. Herzinfarkt. So. Wie lege ich denn das scheiß Radio wieder ab? Du willst doch ein Ermittler sein, oder? Dann geh mal ermitteln. Geht klar. Wer ist da? Hat mich gefunden. Alles gut. Sie wollten mich sprechen? Ja. Nun, also... Das ist absolut dumm! Und was will er? Die Situation wird sich nicht ändern. Es gibt noch immer eine potenzielle Situation. Arschloch! Sagen Sie ihm, er kriegt 5 Minuten. Ich treffe mich im Konferenzraum mit ihm. Warum schaltet sich das Ding dauernd ab? Dexter, er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Kommt zu uns. Ein bisschen spät. Jawohl. Es heißt zwar, Reichtum kann eine Bürde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen. Heilige Scheiße! Ja. Da ist so unheimlich viel Kohle in diesem Koffer drin. Ist er nicht reich? Uns? Nein, die gehört mir. Wir kaufen den Lippenstift. Verdammt ist das viel Geld. Ja. Was? Mist! Verarschst du mich etwa? Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelenkt, verdammt nochmal? Der Typ muss sterben, und zwar jetzt! Leg ihn um! Hast du das endlich kapiert? Kriegt ihr das hin? Nein, natürlich nicht, weil ihr verdammte Schlappschwänze seid! Ich kann doch nicht immer alles selber machen! Ganz ruhig, Baby. So auf den Sack. Alles gut, Baby. Nein, das ist es nicht. Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch! Herrgott nochmal! Leila hat etwas, das wirkt bei jedem Mann. Ja, davon bin ich überzeugt. Du machst das schon. Komm, Engelchen, gehen wir. Warum hat er so einen Anhänger und sie hat ihn trotzdem noch oben? Alles klar. Was hat sie eigentlich für ein BH? Das sieht eher aus wie so ein Bikini. Dumm. Gott sei Dank, endlich! Oh Mann, bin ich blöd! Blöd, blöd, blöd! Es ist nicht Nummer 55 im 22. Stock, sondern Nummer 22, nee, Nummer 25, Nummer 55 Sushi. Im 2. Stock. Oh nee. Was ist los mit mir, hä? Ist das eine Leseschwäche? Oh Mann. Oder bin ich einfach nur blöd? Vermutlich bin ich einfach nur blöd, das sagt nämlich meine Mom immer. Denken Sie, ich sollte mich testen lassen? Ich weiß nicht, geht das eigentlich? 47 hat eine geladene Waffenhand. Hey Mann, Sie haben ja eine Knarre. Oh, wie cool ist das denn? What? Nur der Sushi. Wer hat Sushi bestellt? Miss Stockton schon. Herrgott, nimm das Sushi und bring es zu Miss Stockton. Und fass da drin nichts an.
Layla Finn. Ah ja, der arme Sushi-Typ. Ich bin's. Der Sushi-Typ. Oh. Ich fühle mich irgendwie unzureichend getarnt. Na gut. Die Typen stehen hier nur rum, oder? Schon reichhaltig hier, das ganze Ding. Wenn ich sie finden, habe auch einen Radarpunkt, ne? Hey, 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 warte mal. Ich habe Befehl, alle Räume zu checken. Mr. Dexter will nicht, dass hier jemand reinkommt, Mann. Wie sollen wir alle Räume sichern, wenn... Dieser Raum ist tabu. Kapier's endlich. Der Raum wird nicht mehr gebraucht. Mr. Dexter hat immer noch Hoffnung. Sein Sohn wird jetzt schon seit Tagen vermisst. Nenn es trauern, wenn du willst. Aber dieser Raum ist ihm vorerst heilig, also ist er tabu. Ende der Diskussion. Aha. Der Raum seines Sohnes. Oha. Aber hey, Baseballschläge. Vor allem, wir wissen ja, wie der Sohn aussah, ne? Das ist jetzt nicht direkt. Get the chicks you want. Ist jetzt nicht so. Pigeons killed. Ernsthaft? Er hat ein militärisches Sturmgewehr davon verwendet, um auf... Hey, das Dumme ist jetzt, ich habe die ganzen Waffen eingesammelt, bevor ich die... Oh, eine Schlüsselkarte. Bevor ich den Speicherpunkt... Nee, ich habe den Speicherpunkt erst genommen und danach die Waffen eingesammelt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Der Sohn hat richtig scheiß Geschmack. Vor allem sich nicht ziemlich... Sich ziemlich klein, die Kammer, ne? Also das Verlangen ist natürlich wieder groß, hier durch die Security durchzuballern. Hm. Hat jemand Mehlpuh dabei? Giftextrakt von Dendrobatus azoris oder blauer Feigefrost, besonders beliebt bei Uva-Stamm. Warum auch immer ich dieses Scheißgift brauche. Aber egal, wir nehmen es mit. Das ist mein Ziel. Kann ich sie aber mit dem Feigift töten? Ich wünschte wirklich, ich hätte danach gespeichert. Ach, warte, Quintus dürfte in ihrer Achsmüll rum. Nein, nein, Morgenstern. So viel Zeit möchte sein. Das. Das Dutch Richtman verpasst. Ach, guck mal, die haben schallgedämpfte Sturmgewehre. Da kann man bestimmt eine Menge draus machen. Wann Axel es geschrieben habe. Tja. Wir brauchen nämlich so wie noch so ein Blasrohr oder so. Hat auch eine stolze Waffe, der gute Mann hier. Kann er mich durch. Nee, der kann mich durch die Tür nicht sehen, okay. Ach, da unten ist ja noch ein Hinweispunkt. Also das Verlangen ist echt groß, die beiden Typen hier einfach niederzuschießen und dann von da aus mal weiterzumachen, weil die scheinen die einzigen zu sein, die hier oben überhaupt rumpatrouillieren. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ziemlich unnötig. Sagen sie, die unten mich halt erwischen oder finden. Denn es ist halt auch wieder doof, da muss ich den ganzen bisschen wieder nachspielen. Ist nicht so einfach, ne? Es
gibt Schalldämpfer für Schrotzen. Das sind keine Schrotzen, das sind so Sturmgewehre. Haben die da auf Taschen, glaube ich. Das sind die, das ist das STG 58 in taktisch. Kann ich das nicht mal umdrehen? Ich muss auf jeden Fall warten, bis der andere Dude da hinten sich umgedreht hat. Und dann hoffen, dass da in der Entfernung niemand ist sonst. Also man, ich glaube, man kann auch auf Schrotflintenscheinwerfer raufschrauben. Es gibt auch so andere Röhrchen. So, okay. Es hat zwar unendlich viele Minuspunkte gebracht, aber ich bin halt wie gesagt nicht bereit zu laden. Das ist eigentlich sehr schade, ne? Komm, steige ich mal zum Sturmgewehr. Leider ein bisschen schade. Das ist, weil der eine Typ auch nicht umgekippt ist. Also ich hätte das auf jeden Fall schaffen können, ohne entdeckt zu werden. Das war jetzt gerade ein bisschen dämlich, dass ich mich dabei habe entdecken lassen. Das war nicht sehr professionell, gebe ich ja zu. Es gibt hier neuen Kostüme in den Level. Nein. Was soll's. Sei es drum. Wollen wir uns nicht mal zu viel darüber ärgern. So, da unten ist mein Ziel. Das ist noch ewig weit weg. Warum auch immer ich sie jetzt eigentlich umbringen muss. Was ist da hinten Blaues? Da unten ist ein Essen. Ach, kann ich hier Essen vergiften? Das ist ja witzig. Ach, das ist Sushi. Ich muss da bestimmt noch was machen. Ach so, oh. Sie wird hier reingeführt. Sollte es echt so einfach sein? Einsatz sie verendet? Layla gefunden, wie auch immer. Da vergifte ich jetzt nur die Wachen. Sieht nicht so aus, als würde sie Sushi essen gehen wollen. Bin immer sehr gespannt, was jetzt passiert. Will ich nicht eigentlich Informationen von ihr haben? Also was ist denn jetzt mein Einsatzziel eigentlich? Blackwater Park. Ein Gebäude im Belagerungszustand. Dexter wird mich schon erwarten. Ich habe ihm seinen Sohn genommen. Wenn er so verrückt ist, gegen die Agency anzutreten, würde er dann auch Victoria opfern, um sich an mir zu rächen. Ich muss vorsichtig sein. Aber so oder so, hier wird es enden. Was muss ich... Ah ja. Ist jetzt das Sushi oder nicht? Das ist jetzt so ein bisschen... Ich meine, was macht sie da? Sie rennt einfach nur doof rum. Also habe ich gerade die Gelegenheit einfach zuzuschlagen und mir vorbeigehen lassen? Hätte ich jetzt einfach rumballern können? Das wäre es gewesen. Ich meine, sie steht da hinten alleine. Da hinten kann ich aus dem Fenster klettern. Ist bestimmt total unauffällig. Der Höhepunkt der Unauffälligkeit, aus dem Fenster klettern. Will sie jetzt erdrosseln? Ich hätte einfach nur warten sollen, bis der Sushi ist, oder? Oh. Ha.
Sie wäre bestimmt rumgekommen und hätte sich das Sushi geholt. Das ist, glaube ich, so einfach. Das ist, glaube ich, wirklich so einfach, wie ich denke, wie es ist. Oh, das ist sogar noch einfacher. Ich muss nicht mal entdeckt werden. Warte mal, Moment. Das ist sogar noch einfacher als gedacht. Ich renne hier einfach ein bisschen im Raum rum. Ist das mit Klavier drin? War wohl nix. Ja, das, Hauptsache die Wache hinter ihr hat das gehört, ne? Ach so, ich kann sie von hier oben vom Kinderzimmer, könnte ich sie mit einem Scharfschützengewehr attackieren. So viel zum Thema. Ist hier jemand? Hallo? Heini. Wie sind die jetzt Bodenverkleidung? Ja, wir machen das mit dem Sushi. Das scheint mir das Beste zu sein. Oder? Da kriegen wir noch die gute Waffe for free. Schläger noch. Also ich könnte auf jeden Fall... Also sie rennt ja da unten lang. Also ich könnte auf jeden Fall mit einem Scharfschützengewehr einfach weghauen. Das ist mir ehrlich gesagt zu einfach. Das muss ja nicht sein, oder? Des Uferstand. Warum auch immer dieser Irre das eigentlich sammeln muss. So, die Wache ist kein Problem. Die steht hier nur doof rum. Der können wir leicht ausweichen. Den guckt auch keiner richtig hin. Da bin ich mal gespannt. Ob sie jetzt ist schon durchmarschiert. Okay, gut. Also, wenn ich in den Raum komme, dann marschiert sie da durch. So. Also das wäre kein Problem. Das kriege ich in 2 Minuten nachgestellt. Aber es ist so einfach. Vor allen Dingen ist es schön, dass die wieder genau da runterstürzen, ne? Ein Mann? Gib mir die Kugel! Füllhorn. Ich nehme an, das Ding keiner mehr ans Essen. Sportdrossel. Aber was will ich jetzt mit dem Sushi? Ich verstehe es nicht. Erkennen die Typen mich eigentlich? Weil die sind ja, es ist ja eine andere Verkleidungsunterart, oder nicht? Was ist das hier hinten eigentlich von den Gebäude? Also, Räumlichkeiten. So blauer Rauch. Also, Samurai hat er gerne gesucht. Oh, Beweis, oder? Oh, eine Schlüsselkarte, sehr gut. Ich weiß doch nicht mehr, wo ich hier rein möchte und was ich mit dir. Oh, was sind hier noch schöne Waffen? Hey, was ist da drüben los? Ich hab keine Ahnung. Komm schon, hier treiben sich Gegner rum. Nee, das ist. Die scheigedämpfte Knarre ist mir wesentlich lieber. Hm. Hier sind die ganzen Archiven Waffending hier rum.
Jetzt habe ich leider die Schrotflinte nicht mitnehmen können, weil ich die... Wahl fallen lassen? Oh, das ist, was man hier nicht alles hätte machen können, das ist ja Wahnsinn. Ein Wahl hätte ich fallen lassen können, och. Die Möglichkeiten sind ja da schier endlos. Mit dem Wahl erschlagen? Die Mission musste mindestens viermal spielen, um alle... Was? What? Dafür gibt's bestimmt auch ein Achievement. Oh. Oh, hier kann ich den Wal fallen lassen, das ist schön. Ich meine, man sieht quasi die ganzen Achievements, die man hier noch hätte machen können vor sich, oder? Das heißt jetzt, die Person ist flüchtig. Diese Person war nie da, Freunde. Oh, eine Geheimtür. Nice. Ach, das ist ein Panic Room. Hat der Panic Room auch einen Panic-Ausgang? Ans Telefon gehen? Leila, schwing dein Arsch her. Wir gehen. Und du, rein mit dir in den Helikopter. Ich werde ihn Atom für Atom zerlegen und züchten wie ein Preisbull. Nun schau doch nicht so, Mädchen. Wenn wir hinkommst, du aus dem Reagenzglas. Mein Labor! Ach, zu Hause? Oh, jetzt sag bloß, das wusstest du nicht. Du bist ja wirklich niedlich. Du Mistkerl! Fass mich nicht an. Sieht, was du den ganzen Ärger wert. Los, schaff's in den Helikopter! Jetzt auf einmal kann sie nicht mehr, oder was? Handgemenge. Ja, das bringt mir... Schatten? Ruhig stellen, 1. Mist. Was? Ich wurde... Achso, klar, ich wurde entdeckt, wo ich die Kassette reingelegt habe. Nee, hör, wann wurde ich denn entdeckt? Klar, der scheiß Handwerk hat mich entdeckt. Oh. Die ist X48. Ich hätte das ganze Ding schaffen können, ohne entdeckt zu werden, wenn ich diesen dummen Handwerker mich an einer anderen Stelle hingestellt hätte. Ach, so ein verdammtes Elend. Ah, das ärgert mich.